دوستان عزیز و دوستان دانش آموز کتاب اونیزش ارتقای، خوش اومدید به ویدیو بعدی. صفحه 197 کتاب هستیم، با من سعید همراه هستید و میخوایم بریم سراغ عبارت دفکت. دفکت یا اینکه همون دفکت در دفکت. اوکی، میگه که در دفکت موتور موست دوش این نوین ارزتس وردن. موتوری که خرابه، در کپوت، کپوت که من آسان در کپوت موتور از در دفکت موتور موست دوش این نوین ارزتس وردن باید جایگزین بشه به وسیله دون موتور جدید. وین این دفکت آفتریت موست دی انلاگ زفورت اب گشالتت وردن. وقتی یه دون خرابی پیش میاد باید باید اون دستگاه سریعا خاموش بشه. Der defekt, Momigim, der defekt nicht mehr einwandfrei funktionsfähige Motor. Im Bolo einwandfrei, ich habe zum Beispiel das Video gehabt, das stimmt in der Mester vor dem. Also der Motor, der defekt ist, der ist nicht, der funktioniert nicht mehr einwandfrei, das heißt, der ist nicht mehr einwandfrei funktionsfähig. Kann man auch so sagen. Also nicht mehr einwandfrei funktionsfähiger Motor muss ausgebaut. Also einen Motor kann man ausbauen, Piyode kerdane Motore. Und ein neuer Motor muss eingebaut werden. Einbauen, ja, nasb kerdane, und unsere Pichumore beshe. Einbauen und ausbauen von einem Motor. Das kann man sagen. Oder wir sagen, wenn ein Fehler oder ein Mangel oder ein Defekt, oh, Defekt, wie das Besorgen steht, ups, Besorgen, wenn ein Defekt oder ein Defizit oder wenn ein Ausfall oder wenn eine Störung oder wenn eine Macke, wenn etwas eine Macke hat, Macke, yani, خرابی باید ای و ایراد داشته باشه، مثلا زدگی داشته باشه. این کنکس، اس کان اوخ این کنکس، این کنکس یعنی شکستگی باشه. این فیلر رو که گفتم شد دو بار شد دیگه، کلک نزنیم دیگه. Also wenn das alles zu Tage kommt oder auftritt, اینجا گفته auftritt. اینجا از auftreten گفته، چی بودش؟ جمله wenn ein defekt auftritt, okay? Auftreten zutage kommen oder zutage treten heißt es, wenn ein Fehler erscheint, wenn ein Defekt, ein Mangel erscheint oder zustande kommt, das kann man alles sagen, muss die Maschine oder die Anlage auf der Stelle, sofort auf der Stelle abgeschaltet werden. Auf der Stelle bedeutet fällt vor, sofort, ohne zu warten. Okay, das kann man alles sagen. Also Mangel, Defekt, Defizit, kaputt, mische Ausfall, mische Akkord, oder dann Störung, Mosahemat, na Mosahemat, verrat, nämlich Echtelad, mische Macke, gewofft, am Knacks, Knacks, eine Schekastegi. Also Knacks, psychische Knacks kann man auch haben. Da kann auch etwas ein Knacks haben, da diese Ruhi Rabonia, mische gewofft, Knacks. Okay, abgeschaltet werden. Also man kann von einem technischen Defekt sprechen, von mechanischem oder mechanischer Defekt haben wir sprechen. Es gibt auch psychischer Defekt. Es gibt auch ein Gendefekt. Gendefekt. Epigenetik oder mir eine Charobi der Genestere. Echtelor der Gen. Gendefekt oder psychischer Defekt. Also ein psychischer Knacks ist auch ein psychischer Defekt, kann man auch sagen. Defekte werden verursacht oder man kann Defekte verursachen oder werden eben verursacht. Defekte werden ausgelöst, das heißt Defekt, ein Defekt auslösen durch irgendein Ereignis. Defekt, man kann einen Defekt ausschließen, also bevor man zu Reparatur beginnt zu reparieren, sollte man nach der Ursache suchen und einen Defekt ausschließen. Also Defekte kann man feststellen und auch natürlich beheben. Beheben, das heißt, die Defekte werden repariert, die Defekte werden, ja,
Nachdem sie entdeckt werden, werden sie ja eben behoben. Yani tamir میشه دیگه دفکت ها برکنار میکنیم. اوکی دوستان عزیز، این هم از کلمه دفکت. موضوع خودتون باشین تا روز بعدی.